Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Final Fantasy 7 Rebirth. In der letzten Folge waren wir noch ein bisschen in Costa del Sol am Rumwandern und haben uns hier so, ja, den ein oder anderen Quests hier so gewidmet, ne? Wir haben zwei Quests angenommen, einmal dieses Rendezvous mit Aris und dann hier mit Johnny die Quest, ne? Ich habe ehrlich gesagt nochmal das Spiel geladen, weil ich immer noch so ein bisschen herum experimentiert habe mit Yuffies Beitritt, ne? Wollte mal gucken, ob ich das so genau replikieren, ob ich das nochmal so genau kopieren könnte wie im Original. Aber ja, habe ich jetzt auch nicht irgendwie was gemacht. Ich habe das jetzt eigentlich nur so gemacht wie vorher. Ich weiß nicht, ob ich irgendwie mehr Zuneigung bekommen habe mit ihr oder nicht. Deswegen, aber ja, keine Ahnung. So, außerdem habe ich hier. Ja, das heißt natürlich, ich musste wieder das Kartenspiel hier nochmal machen. Ich musste nochmal hier dieses Rennen machen. Ich musste nochmal hier eine Piratenbucht das nochmal machen. Diesmal habe ich die Höchstpunktzahl da bekommen. 18.000 Punkte waren das, glaube ich. Und hier ist das. Und das war ja ein Separatspiel von was wir mit Barrett gemacht haben. Ne? Das habe ich auch nochmal gemacht und da habe ich auch die Höchstpunktzahl geholt. Also hier habe ich alles komplett geschafft. Ne? Das ist schon mal gut. Ne? Habe einige Belohnungen bekommen, irgendwie so einen neuen Reif und die Zeitmateria. Ich habe das Equipment meiner Charaktere nur so ein bisschen geändert. Ich habe eigentlich jeden jetzt hier noch, der noch nicht aktuelle Reife hatte, hier einen aktuellen Reif gegeben. Ich habe irgendwie einen so einen Abyssus-Reif hier bekommen von diesem Piratenspiel. Einen hatte ich noch im Inventar drinne, also die habe ich jetzt erstmal alle verteilt. Jetzt hat also jeder mindestens drei Materia in deren Reif-Slots, ne? Also einige haben nicht up-to-date Klamotten hier. Sie hat jetzt nicht so up-to-date Klamotten, aber da muss ich noch was Besseres finden. Und ja, von der Piratenbucht habe ich dann noch die Zeitmateria bekommen. Ich habe dafür Stehen rausgenommen bei Yuffie, weil ich mir gedacht hatte, ja, das ist vielleicht bei ihr eigentlich gut, ne? Hast du nicht gesehen? Und ja, sonst habe ich eigentlich noch nichts geändert. Ich habe extra noch hier freigelassen, weil ich hier on screen gucken wollte, was ich hier noch so reinpacke. Was packen wir in hier so rein, ne? Das ist mal eine gute Frage, ne? Keine Ahnung. Ich würde sagen, wir geben ihm ATB-Schock, ne? Weil er hat eigentlich ziemlich einfach hier, schafft es ziemlich einfach hier ATB-Schock einzusetzen, ne? Für Yuffie müssen wir ja schnell diese Fähigkeit lernen, ne? Mit dem Wirbel durch, damit wir wieder zum Standard-Schuriken hier wechseln können. Weil das gibt drei Slots, da finde ich halt besser. So, Aris hat jetzt noch einen Teil bekommen, weil ich hier den Megalodon-Reif gegeben habe, anstatt hier den Königin-Reif war, glaube ich. Und ihr geben wir dafür MP-Bus, hat sie schon einmal. Geben wir ihr mehr Zauber, Heilen, Luft, Glut und Frost. Weiß ich nicht, was ich ihr noch geben soll. Stärkte Attacke vielleicht, geben wir ihr das, ne? Obwohl, das wäre vielleicht irgendwie mehr so. Gerade gesehen, Barrett hatte noch einen. Da sollte man dann besten Charakteren geben, die jetzt nicht so einen Magiewert irgendwie brauchen, ne? Weil er kann diesen Buff einfach auf irgendeinen Charakter draufpacken und ob er jetzt mehr oder wenig Magie hat, ist jetzt nicht von Bedeutung, ne? Bei ihr will ich wohl eher so Magie auch haben, ne? So, Elementar, finde ich. Nehmen wir an, das könnten wir irgendwo reinpacken, ne? Zusätzlicher Elementarschaden, das dauert auch lange zum Hochleveln, also sollte ich da vielleicht mal irgendjemanden ja mal geben, ne? Ist Auto Magie noch nicht, ne? Ich muss auch mal gucken, ja, was hier alles so hochgelevelt ist. Irgendwie ist das so mit dem Level hier, dauert das ganz schön lange, ja, habe ich so Gefühl. So, ich könnte noch ein zweites Analyse hier auf Maximum bringen, aber was soll ich dann damit, ne? Geben wir ihr Widerstand und packen das hier hin, dann ist sie widerstandsfähig gegen Blut und Frost. Oder und ich, nee, da steht auf der rechten Seite. Ach so, das ist hier für eine Zustandsveränderung. Oh. Nee, dann nicht. Dann machen wir Elementaraffinität. Klappt das? Ja, das am Leuchten. Also ja, kann mit Materie Glut, Frost, Gewitter, Luft und Glut und Frost in Gewitter und Luft verbunden werden. In Waffe zusätzlicher Elementarschaden von 8% in Rüstung halbiert Elementarschaden. Das will ich, glaube ich, dann eher hier haben, um ihre Resistenzen zu erhöhen. Ne?
Das heißt, sie ist jetzt, das müsste jetzt auch hier aufgelistet sein, ne? Manchmal habe ich ihnen jetzt hier Klamotten gegeben. Ja, so, Yuffie fehlt natürlich noch eine Beschwörmateria, ne? So, steht jetzt bei Eris. Wo konnte man nachgucken? Hier bei Staatswerte, ne? Da, leichte Resistenz, Feuer und Eis, sehr cool. Ich hoffe, ich krieg einige Sachen davon. Ne? Was hat Yuffie eigentlich? Wir müssen mal hier ihre Waffen mal kurz gucken. Ne? Ich nehme jetzt mal nicht an, das Spiel hat die Sachen schon alle verteilt und sie hat noch nichts da. Ne? So. Genau, wir sind hier mitten in der Quest noch von Eris. Erstmal sollten sie funktional sein. Wasserabweisendes Material. Gute Wasserverdrängung sind wichtig, wenn man unter Wasser kämpfen will. Alles klar. Also einfach nur eine Badehose. So, ich habe übrigens gesehen, hier ist Johnnys Touristeninformation. Ich weiß nicht, was das ist. Und hier ist noch ein Krämerladen. Ich glaube, den haben wir auch noch nie abgecheckt. Habe ich so auf der Karte gesehen. Da gehen wir mal irgendwann los. Kann man das Schiff dann wieder betreten? Ich weiß, das Spiel hat mir gesagt, ich kann jetzt mit dem Schiff. Wo muss ich denn jetzt überhaupt hin? Sollte ich nicht hier zum Strand zurück? Ne, ich sollte jetzt zum Schokowurf vielleicht, genau. Na gut, dann gehen wir da. Ups, warum warst du so am Leuchten? Du warst gerade so komisch am Leuchten, oder bin ich mir noch... Also ja, hier die Piratenbucht habe ich abgeschlossen. War gar nicht so schwierig. Ich habe beide Highscores jeweils beim zweiten Versuch immer geschafft, also war jetzt nicht so schwer, hat auch nicht so lange gedauert, ne? Also ja, bin ich zufrieden. So, war ich schon mal hier, habe ich schon mal hier gekauft irgendwas? Supertank? Nee. Ich muss mal den Febelladen finden oder irgendwie so einen Automaten, wo ich das machen kann. Wenn wir schon mal hier sind, wo ist denn der? Wo ist der? Ich sehe den gar nicht auf der Karte. Der Febelladen, das ist also ein Buch immer, ne? Gibt es hier überhaupt einen? Ich sehe keinen auf der Karte. Da, das gibt es genau hier. Na gut. So, was ist das hier mit Johnnys Touristeninformation? Muss ich doch mal abchecken. Hey Bruder, stell dir vor, wir bieten jetzt auch Stadtführungen an. Ich zeig dir die Gegend, wie du sie noch nie erlebt hast. Wo würdest du gern hin? Ah, Badestrand. Ah, das ist das. Okay, cool. Ich weiß schon, wie ich hier mobil durch die Gegend komme. Los geht's. Ja. In der letzten Folge hat sich übrigens Yuffie endlich mal unsere Gruppe angeschlossen. Ne? Ausgezeichnet. Wir sind alle froh darüber. Wupsa. Wir haben voll durch die Gegend fliegt. Oh mein Gott. So, wir checken jetzt mal hier. Also hat sie gar keinen eigenen Laden geöffnet hier in dem Spiel. Im Original hat sie einen Laden geöffnet. Da konnte man Materie von ihr kaufen. So, Yuffie, warum hast du... Hat das Spiel automatisch Sachen hier verteilt? Sieht, glaube ich, genauso aus. Ne? Können wir das ändern? Alle wissen es, keine zurücksetzen. Ich traue dem Spiel nicht. Ich mache das lieber selber. So, wie viele Dinge habe ich jetzt? 60. Ne? Nur 60. Ach, die ersten kosten immer so 5, ne? Synchroaktion. Synchroaktion sind die Sachen, die immer so mit per Tastendruck, ne? Schaden mit normalen Angriffen. Schaden durch Synchroaktion, Synchro-Fertigkeiten. Na, lieber normalen Angriffen. Ne, donnernde Verkettung. So, Visionssynthese. Gehen wir mal hier lang, nehme ich dann an. Ne? So, Synchroaktion, Irrlicht. TP Maximum 200, das kann ich schaden. Erfolgsrate beim Stehen. Ich weiß nicht, ob ich oft stehen einsetzen werde. Erfolgreichen stehen, Ena erhöht magische Attacke. Okay. Ich nehme wahrscheinlich. Oh, das ist sehr gut.
ATB Balken am Kampf beginnen erhöht bitte. Dann erhöht das Glück um 50. Das, ich weiß, Glück ist die kritische Trefferrate, ne? Wie oft man kritische Treffer macht, ne? Erhöht den Schaden durch Synchro-Aktion und Synchro-Fertigkeiten. Ne? Ich würde aber hier drauf sparen. Erhöht den erteilten Schaden von Feuer, Eis und Blitzelementaren angefangen. Okay, ja, ja, jetzt wegen ihren Ninjutsus, ne? Okay. Dann müssen wir halt noch hier und da mal eine Quest machen für sie, ne? Sind wir, glaube ich, dabei. Ich glaube, die Johnny-Quest hat irgendwas mit ihr zu tun, ne? Das heißt, wir machen das und ja, wir müssen jetzt nach draußen gehen in die weite Welt. Hier ist noch der Pianist, aber mit dieser Nebenquest werde ich wahrscheinlich nicht viel anfangen können, ne, weil ich das einfach nicht kann, ne? Auch wenn ich dadurch vielleicht ein paar coole, vielleicht werde ich das offscreen noch mal alles versuchen, aber ich sehe jetzt nicht so, wie ich das schaffen kann offscreen. So, wir gehen dann hier mal durch. Wir sollen zum Chocobo-Verleih. Aus dem Weg, Leute. Ich bin mobil. Dann, oh, hier gibt es orange Chocobos. Orange. Oder? Oder sind die gelb? So, diese Art farbige Chocobos habe ich noch nie gesehen. In Final Fantasy 7. So. Das Sternematerial für Synthese sind unverfügbar. Ah. Skorpion, ne? Ja, den hatten wir schon, ne? Guck mal hier. Wie viel habe ich? Ich habe 7. Nehmen wir mal den Hut und den Poncho. So, was ist das hier? Chocobos Leihausweis, eine Mitgliedskarte des Chocobos weiß in der Chorregion. Okay. Okay, oh, jetzt hätte ich mir andere Sachen noch holen können. Nein. So. Ach, jetzt kann man sich die Sachen hier kaufen, die man schon vorher hatte, ne? Nein, jetzt habe ich nicht mehr genug. Oder haben die mir jetzt alle gegeben? Ich glaube, die haben mir die jetzt alle gegeben. Für 300 gilt nur? Nach abgeschlossener Registrierung können hier jederzeit ganz nach Belieben Chocobos ausgeliehen werden. Der Chocobo schafft es nicht, dadurch zu laufen. Okay, cool. So, aber da ist nicht das, was ich machen musste. Oh, warte. Sag mal her. Oh, ausgezeichnet. Wir schon automatisch die Dinge angezogen haben. Ja, warum nicht, ne? Wir schon, ich kann von jedem Charakter irgendwie den Chocobo ja umändern. So, was müssen wir hier machen? Wir sind noch mitten in der Quest hier. Dort könnt ihr eine schöne Zeit verbringen. Wie niedlich. Aber ein einfacher Ritt über den Strand wäre zu langweilig. Deswegen möchte ich, dass ihr dort Muscheln sammelt. Und wenn ihr schon mal sucht, haltet nach extra großen Exemplaren Ausschau. Ich warte hier auf euch. Und vergesst nicht, sammelt auch ein paar unvergessliche Erinnerungen für euch. Gut. Zum Muschelstrand. Ja, jetzt bin ich mal gespannt. Mein Herz schlägt wie wild. Ist doch schon mal geritten. Aber das hier ist neu. Stimmt. Na schön, er ist er tot. Haben wir bisher noch nicht gesucht. Doch nicht die Muschel. Oh, die Musik, ja. Sag's bloß. Du bist nervös. Quatsch. Ist doch ein Kinderspiel. Na, guck mal, wir haben ja direkt schon Barmherzigkeit des Planeten. Das sind die Dinger, die wir brauchen für einige Synthese. Kann ich den von hier aus öffnen? Kann ich. Will nicht heruntergehen. Diadem. Das gebe ich da sowas von. Diadem. Ja, wie er von Zauberern in Märchen getragen wird. Das MP-Maximum und erhöht Magie. Das ist doch perfekt für... Dann verliert sie aber TP, wie blöd.
Ah, ja, aber die MP wären nicht schlecht. Ne? So, oh, dann geht sie auf 1750 runter. Uff. Okay, im Gegensatz zu Ares hat Yuffie noch eine Menge TP dann. Das ist ja doch, glaube ich, TP-Bus nicht. Ich glaube, ich sollte Ares auch mal irgendwann so ein Ding geben. So. Ich bin gespannt, wie die Region hier aussieht, weil die Region war fast nicht existent. Ne? Du kommst aus Costa del Sol raus und dann läufst du irgendwie wortwörtlich nur ein paar Sekunden und dann bist du schon in dem Gebirge, in den Coral-Gebirge. Also ich bin mal gespannt, wie das hier aussieht, hier mit den, mit der Region. Was wir hier so machen, weil... Oh, hier sind Kisten, sehe ich gerade. Bin schon gar nicht mehr gewohnt, hier gegen zu laufen und Zeug zu erkunden. Also ja, ich bin gespannt, wie die jetzt hier die Region aussehen wird, weil da die Region im Original war ja eigentlich kaum vorhanden. Ne? Wie gesagt, du läufst ein paar Schritte und dann bist du schon hier direkt in diesem Bergpass. Da bei Junon war wenigstens noch irgendwie, wenn aus der Höhle rausgekommen ist, dann kommst du wenigstens hier noch so. Hast noch eine Menge hier so zu erkunden, ne? Das ist ja noch Fort Condor in der Nähe und du kannst dann hier so ein paar Abstecher hier ein bisschen rumlaufen, ne? Das dauert vielleicht nur eine Minute irgendwie, bis du nach Junon gelangst, aber du hast noch wenigstens hier, weiß ich nicht, so eine, so ein bisschen was zum Rumlaufen, ne? Aber bei Call war ja nichts, ne? Du kommst aus Costa del Sol raus, läufst ein paar Sekunden auf der Weltkarte und dann bist du schon da. Dann geht's über das Gebirge und dann bist du in Coral hier, die nächste Stadt. Also Stadt, nächste Dorf, Siedlung, was auch immer. So, was ist der letzte Schatz? Und hier, daraus haben sie anscheinend jetzt ein... Ich habe ja schon die Karte hier gesehen. Daraus haben sie anscheinend ein riesiges Gebiet gemacht. Außer die tun ja dieses Gebirge so mitten... weiß ich nicht, irgendwie so hier reinpacken. Ich sehe jetzt hier aber auch nirgendwo Coral. Ich wüsste nicht, wo das hier, ich weiß auch gar nicht, wie das hier aussehen will. Das hier sieht aus wie ein Ort, wo man durchs Coral-Gebirge. Das könnte ja das Gebirge sein, ne? Das Coral-Gebirge könnte dann hier sein, da muss man hier durch und dann kommt man irgendwann, soll das hier Coral sein? Also die Stadt, ist das Dorf, was auch immer. Und dann, wenn er da, dann weiter bist, ich nehme an, hier kommt dann irgendwann Coral, ne? Coral Region. Oh, ich weiß, das ist die Gold Saucer. Oder? Nee, kann nicht sein. Die Gold Saucer ist doch hinter dem Gebirge. Hä? Das könnte die Gold Saucer sein. Dann sind wir ja schon im nächsten Gebiet. Kann ja nicht sein, ne? Obwohl, hier sieht aus wie Wüste, ne? Und da ist in der Nähe vom Wasser, genau. Weil die Gold Saucer war in der Nähe vom Wasser. Das sieht aus wie Wüste. Dann käme hier Gongaga und Cosmo Canyon, ne? Das sieht nämlich ja aus wie die, wie diese Bäume hier, diese Plattform. Das ist die Gold Saucer. Ich bin so weit von doof, ne? Genau, an der Gold Saucer war so ein Fluss, genau. Dann müsste es hier irgendwann durch. Dann müsste hier irgendwo Gongaga sein, vielleicht. Weißt du was? Wenn die Gold Saucer hier irgendwo schon in Reichweite ist, dann müssten wir die eigentlich schon sehen, ne? Ich bin sehr gespannt, wie die Gold Saucer hier umsetzen werden. Ob die Musik auch so mich so, so durchdrehen bringt. Ah, warte mal, bis ihr die Gold Saucer sieht. Boah, das ist auch so ein kleines Highlight. Bin ich mal sehr gespannt, wie die das umsetzen. Wo ist denn der Schatztruhe hier, Mann? Ich finde die nicht. Alter. Gibt's da nicht.
Ist nur eine Schatztruhe irgendwo. Ich finde sie nicht. Also ja, wie sie die Gold Sosa und noch einen spielbaren Charakter, den wir da bekommen werden, höchstwahrscheinlich, wie sie den umsetzen werden, frage ich mich auch. Boah, ich weiß nicht, wo hier die Schatzruhe ist. Ne, da muss hier drin sein. Wo denn? Ich habe ja schon alles nachgeguckt, dabei. Spiel. Ich weiß, mit der Erkundung ist schon ein bisschen her, ne? Aber. Ja. Meine Güte, kann doch jetzt nicht sein, dass ich hier die blöde letzte Kiste nicht finde. Stimmt da auf der anderen Seite, ne? Pass auf. So, warte mal, ich will mal sehen. Kann ich irgendwie hier so einen kleinen Überblick haben, so? Da muss man irgendwo hier hinkommen, ne? Ja. Haben wir schon irgendwas entdeckt? Ja, jetzt geht's ja wieder mit dem Erkunden los, ne? Also, Entschuldigung, unten muss man drücken. Ja, Morgi-Medaille. So, wo ist dieser blöde letzte Schatz? So, muss ja irgendwie hier oben. Porta del Vinto, da, da oben ist die. Meine Güte, ey. Schnelltrank. Ja, schnell würde ich ja jetzt nicht nennen, ne? So, dann will ich mal sehen. Kann ich mich hier so umschauen? Will ich mal hier so sehen. Will ich mal gerne so einen ganzen Überblick hier über dieses gesamte Gebiet hier sehen. Also jetzt kommen die ganzen Sachen. Jetzt kommen die Eulen, jetzt kommen die Chocobo-Küken und so, ne? Was haben wir hier denn noch? Ein Spielplatz. Ich ein Hubschrauber. Ich höre eine Menge Hubschrauber. Lass mich mal. Neue Gegner. So, ich muss meine neuen Angriffe einsetzen. Und ich meine, ich. Juffie. Juffie nur Wurfsterne und Ninja-Künste für den Kampf. Drücke für meinen Wurfstern in Richtung Gegner zu steuern. Halte die Taste gedrückt. In einer Rückwärtsdrehung kontinuierlich ich nach vorne zu werfen. Okay. Da kann man gar nicht einen normalen Angriff mit ihr dann. Einen Wurfstern zu benutzen, Flug per Ninjutsu mit Firk einen elementaren Affinität. Ne, sie hat genau gleiche Ding wie. Ja, da macht man Ninjutsus, ne? Dann kann man sich dahin teleportieren, genau. So, ich habe es nicht gesehen. Ich glaube, die waren aber nicht. So, wir müssen jetzt erstmal unsere Angriffe spammen, unsere neuen. So, aus heiterem Himmel. Ich möchte gerne, dass du diesen Angriff hier lernst. Damit du schnell andere Dinge ausrüsten kannst. Das drei Materials dort hat. Kümmern wir uns erstmal um die Quest, würde ich sagen, ne? So, dann gehen wir erstmal hier hin. Guck mal hier, sieht ja voll schön aus hier. Das gab es aber nicht im Original. So, jetzt aber hier Muscheln sammeln. Hey, yo. Ach nee, da ist der Dings. Die andere Quest mit Johnny. Johnny hat mich gebeten, nach seinen Materialien zu sehen. Du verstehst nicht, ich bin du. Benutzt. Irgendwo da liegt das Zeug wahrscheinlich noch rum.
bitte, Bruder. Kannst du dich darum kümmern? Je mehr du findest, desto besser für uns. Alles klar, Johnny und Johnny. Gut, dass Bruder da ist. Der ist stark für 100 Mann. Du sagst es. Zum Glück nicht für 100 Johnnies. Das würde nämlich nicht reichen. Weil ganz davon abgesehen, dass selbst 100 Man hat mal 0, ist immer noch 0, ne? So. Seillift. Ich will eigentlich die Quest hier mit. Ach, das ist ja noch da. Okay. Kann aber nicht die Gold so sein, die ist viel zu nah hier. Sieh das, ich muss mal hier sehen. Ich muss. Wollen wir uns nicht vielleicht auch vervielfältigen? Mach es nicht schlimmer, als es schon ist. Das wäre bestimmt lustig. Komm schon. Ah, Glücksboost, Materia-Ring. Na, viele süße Juffis. Wir Juffis regeln das schon. Komm, Cloud, lass uns da drüben schauen. Nein, da drüben ist viel besser. Hier muss es doch irgendwo Materia geben. Hey, Cloud. Also sie hat sich irgendwie, hat sie sich hier gerade vervielfältigt oder und hat ruiniert, weil ich jetzt hier auf dem Schokobo war. Boah. Ja, gegen mehrere Juffis hätte ich nichts, ne? Mehrere Best Girls. So, wir gehen mal hier zu dem Strand, nehme ich an. Ignorieren erstmal alle anderen Sachen, wenn wir schon genug Zeit haben. Wow, ich finde eine Menge Schätze. Löchern. So, Glücksboost wäre eigentlich nicht schlecht, den jemanden zu geben, ne? Halt. Fällt mir gerade ein, ich sollte vielleicht noch einige Gegenstände synthetisieren, ne? Wo mein Inventar wieder ja voll überläuft, ne? So, Goldnagel zum Beispiel, ne? Boom. So. Jemand anderes? Ne, okay. Psycho-Amulett können wir hier. Gedankenschinderkrone. Ja, warum nicht, ne? Wer so viele Hubschrauber Shinra hier überall unterwegs. Kaya im Kap der Liebenden eine Entdeckung gemacht. Boah. Morgenmedaille. So, und da ist eine Truhe. So, ah, wie sollen wir denn hier Muscheln sammeln, wenn hier Gegner sind? Ich denke, die Muscheln sollten ganz in der Nähe zu finden sein. Erstmal müssen wir hier aufräumen. Ah, oh, wie romantisch. Mein Gott, warum kommen jetzt überall so Hip-Hop-Musik in der Quest? Oder nicht Hip-Hop, zu Techno-Musik. So, aus heiterem Himmel. Da warte mal, ist nicht der Angriff hier, wenn ich dieser Tornado Angriff so richtig gut war im DLC. So, warum hat Yuffie neben ihren ATB Balken hier so ein extra Zeichen, seht ihr das? Andere Charaktere haben das nicht, ne? Yuffie hat irgendwie so ein extra Zeichen. Oh, warte mal, ich habe so das Gefühl, ich weiß, was das ist. Ja, da wird jetzt ihr Element angezeigt. Ja, ich mir nämlich gedacht. Nein. Juffi als Frosch. Zieh dich zurück. Oh Gott. Nein.
Leute. Was zum... Ey. Wer darf uns da hier in Frosche zu verwandeln? Ich habe den geschockt als Frosch. Oh, Juppie. Nein. Red, Hilfe. Red, du hast Heilung, wenn ich mich nicht irre. Cloud, du auch. Ja, kaputt. Ich weiß gar nicht, was die Bonusvoraussetzung für ihren Skill war. Fertigkeit gemeistert, ausgezeichnet. Dann können wir ihr endlich den normalen Schuriken wieder geben. Oh, gebrochen. Oh Mann, ich dachte, ich war gerade am Fliegen. Irgendwie tut er keine ATB verbrauchen. Okay. Wie romantisch, nicht wahr? Jetzt geht's aber auf Muschelsuche. Dann mal zurück in den Sattel. Oh ja, glaub mir, das wird ein perfektes Date. Gehst halt seit zusammen mit Aris und sammeln nehmen wir noch ein paar hübsche Muscheln. Lass dich bei der Muschelsuche durch Drücken von oben vom Großsinn deines Schokobus leiten. Du kannst schließen um. Ja, okay. Warte mal, Vorsicht, was? Was stand da gerade? Nochmal. Minispiele. Warte nicht. Hauptbewegung, Weltberichte, okay. So, Juffi. Du nimmst jetzt erstmal den Vierspitzenschurken. So, was hast du da ausgerüstet? Geschwächte Abwehr. Ich hatte gar nicht gewusst, dass du das hattest. Sie kam, glaube ich, damit. Ne, aber da ich direkt die Waffe gewechselt hat, hat sie halt wieder weggemacht. Ne? Gern TP Maximum. Nach erfolgreichen Schienen automatisch Courage. Ja. Was war dann mal hier Zeit ein, mit Zeit nicht so viel kostet, ne? Damit die Zeit nicht so viel kostet, ne? So, deine Waffe, was muss ich da machen, ne? Ich merke gerade, das ist dann so eine magische Klinge, ne? Nach Haltungshilfe Wechsel mit Angriff oder Schwertwirbel treffen, das scheint machbar zu sein. Man rennt ja auf einmal alle weg. Bin auch nur ich. Red. Ich sehe dich noch. Ja, guck mal, wie weit die weglaufen. Okay, das war Rotes. Ist das gut? Das ist nicht die gesuchte Muschel. Okay, ich nehme an, da wurde mir gerade gesagt, was ich ja machen muss, aber ich hatte das weggedrückt. Ich dachte, wir würden mir einfach nur sagen, ah, so tust du mit dem Chocobo ja Schätze suchen. Oh Mann. Gib mir. Komm schon, bei 3 Ausgrabungen jetzt zumindest mal eine gegeben können, ja. Jetzt mir wenigstens eine geben können hier. Was? Ja, dann muss mir. Ich habe jetzt 3. Ich habe jetzt 4 Sachen ausgebuddelt und keine von denen war bisher die Muschel. Bezweifle, dass es hier irgendwelche gibt mittlerweile.
Ja. Was? Dann weg damit. Ich bin bereit. Was soll das denn dann direkt? Nicht so Schwert wie aber eins. Ja, schau ich mal Juffi an. Okay. Na gerade die Viecher sind ganz schön nervig, ey. Ich mach ich die andere Anforderung schaffe ich nicht. Nein, 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 nein. Störung gelernt. Nein. So, du hast da auch irgendwas Neues, ne? Na mal die ganzen Fähigkeiten erstmal. Nein. So, was war deine Fähigkeit? Frostiges Gebrüll. Ach ja, er tut so Eisling um sich erschaffen, ne? Dann spamme ich eben die Angriffe, kein Problem. So, jetzt können wir wieder an die anderen Schwerter ausrüsten. Gott sei Dank. Gehen wir die Prachtklinge, ne? Ich würde auch Panzerschwert wieder ausrüsten, aber das hat nur Dingens hier. Das hat nur zwei Klamotten. Zwei Materia-Klamotten. So, muss Red machen mit seiner Waffe. Mit Eisenklingen die Schwäche des Gegners ausnutzen. Kaiser, da kann man mit normalen Angriffen ausführen. Ne? Soll man vielleicht die Fähigkeiten hier ändern? Ne? Yuffie hat, glaube ich, gar nichts noch hier. Ne? So. So, alles, was irgendwie bufft auf X, bitte. Malträtiert den Gegner mit heftigen Schlingen durch den Schaden. Das heiterem Himmel, donnernde Verkettung, stehlen Raum. Wenn nichts. So, hast du irgendwas, was die Schockanzeige schnell erhöht? Wo ist bei feuchten Ausweichen? Ach ja, kenne ich. Hatte sie auch im Dings. Dann so, in der Luft Registrierung automatisch. Oh, perfekt. So, und diese ganzen hier. Ich nehme mal, es gibt wieder so ein Tutorial-Modus hier für Yuffie, ne, in Shadley's Kampfsimulator. Da gab es irgendwie auch irgendwie für jeden Charakter so ein Simulator, eher so ein Testkampf, den man machen konnte mit jedem Charakter. Da wird dann vielleicht noch mal erklärt, so wie man das machen muss, ne, wie man sie steuern kann. Ich hatte eigentlich schon weiß, im DLC hat man ja nur sie gesteuert, ne. Oh mein Gott, endlich mal. Ich könnte mir gut vorstellen, dass in so einem riesen Ding mal ordentlich was an Muschelfleisch gesteckt hat. Würde ich gern mal probieren. Das überrascht mich jetzt. Ich hätte nicht gedacht, dass du so ein Gourmet bist. Bin ich nicht. Ich esse alles, was man mir vorsetzt. Oh, Cloud. Da wäre ich an deiner Stelle aber wirklich vorsichtig. Sonst platzt du nämlich irgendwann. Aeris, wie kommst du immer auf sowas? Also für so eine ähnliche Quest hatten wir schon mal im ersten Teil. Viele Gardisten tragen auf Einsätzen eine solche Muschelhälfte bei sich. Ah, und die andere Hälfte schenken sie jemandem, der zu Hause auf sie wartet? Ich liebe solche romantischen Geschichten. Aber sollte jemand anderes diese Muschelhälfte zu Gesicht bekommen, ist es ein Omen für den Tod. Nicht ganz so romantisch. Oh Mann. So.
So, Red, mit dir muss ich noch. Das hat Cloud wieder ein ordentliches Schwert ausgerüstet. Ich tue die den Skill einfach die ganze Zeit spam, um Erfahrungspunkte dafür zu sammeln. Zack. Der Eisbattler, der benutzt Eis. Ja, nein, ich mach mal mit Yuffie, ja. Ne, irgendwie war klar. Ich denke, wenn man zum ersten Mal die Fähigkeiten dann sind, dann kriegt man so Punkte. Da, rein da. Rein da. Wird irgendjemand in den Frosch verwandelt? Boah. Stufe aufgestiegen, jawohl. Mein Gott, wie wir nach einem Kampf hier schon wieder fast alle weg sind. So, ich weiß nicht, warum ich die ganze Zeit nach rechts drücke, ja. Versuchen, den Schokobo zu rufen. Nein, da lang. Wie soll ich denn da rankommen? So. So. Ich muss schon sagen, was macht denn die Muschel hier? Am Berg, nein, dann für ein kleines Gebiet nur. So, wenigstens kann man, selbst wenn man nicht aufblinkt, man kann das hier einmal sehen, so wenigstens. Ja. Interessante Form, oder? Weder zu groß noch zu klein. Puh, gute Ausbeute. Ich denke, die sollten doch wohl reichen. Genug für heute? Was meinst du? Schließlich geht's hier nicht nur um mich. Wir sind doch beide auf diesem Date. An dieser Stelle wäre es angebracht zu sagen, am liebsten möchte ich noch viel mehr Zeit mit dir verbringen. Egal, ob es der Wahrheit entspricht oder nicht. Du willst mich unbedingt mit dem Rücken zur Wand sehen. So würde ich das jetzt nicht sagen. Tut mir leid. Okay. So, ich wollte sagen, hier ist irgendwo ein Schatz, ne? Okay. Also vorher hat romantische Date, oder? Ich war 10 von 10 Punkten, oder? Okay. Ja, warte, ist noch ein Schatz irgendwo. Wo? Stimmt ja unter, ne? Pass auf. Ich weiß auch, wie Rollenspiele ticken heutzutage. Oder überhaupt? Nein. Oh. Ich sehe, dass jetzt noch hier so ein Part für Costa del Sol. Wir sind gerade mal gar nicht herausgegangen. Irgendwie habe ich so quer. Meine Güte, ihr seid mit den Schatz von heute, ne? Barmherzigkeit des Planeten. Warum sind hier so Frame-Einbrüche gerade? Ich weiß nicht, was hier mit den Schätzen ja heute los ist, ne? Warum ich die heute nicht finde. Meine Güte. Oh, warte mal, da geht's runter. Verdächtig. Oder auch nicht.
Jawohl, guck mal hier. Ah, bestimmt hier drunter, ne? Ach, guck mal da. Guck mal, wie versteckt das ist. Leute, ich hab's gefunden. Seid ihr nicht stolz auf mich? Zack. Heilendes Halsband. Muss das. Heilendes Halsband. Erhöht im Kampf die Wirkung von heilenden Aktionen. Die einen betreffen oder die man wirkt. Ich nehme an ersteres, ne? So. Tiefer müsste ich auch mal wieder reinpacken. Aber ich will erstmal mit Yuffie. Oh, wir müssen ja noch ein Foto machen, sehe ich gerade. Mal auch direkt, ne? Oh. Komme ich da hoch? Wie komme ich da hoch? Da ist eine Treppe. Da komme ich doch. Da komme ich nicht hoch. Da komme ich hoch. Perfekt. So. Noch eine. Ah, nee, das ist eine Fotolocation. Wollte schon sagen, schon wieder hier. So, von was soll ich hier ein Foto machen? Weil ich abgeschossen. Ich muss gar nichts hier drücken, ne? Aber so an der Seilrutsche hatte Johnny gesagt und Johnny. Also gucken wir mal. Ich vergesse immer, die bringen mich irgendwie zu so Lebensquellen, ne? Hüppa. Hüppa. Ich nehme an, da ganz oben müssen wir hin, ne? Für Johnny. So, hier. Renovierungsmaterialien. 7 Stück Filme noch. Warum die gerne die fallen gelassen? Oh. Sieht ja winzig aus, dieses Gebiet, so im Vergleich zu. So, zack. Wow. Mein Style-Punkt hier. Ausgezeichnet. Funkturm der Muschelküste. Na, ist gut, dass er mir sagte, wo die sind, nachdem ich die eingesammelt habe. Ich könnte den Turm da schon mal aktivieren. Na. Na gut, machen wir mal. Ne? Was wartet uns hier? Was erwartet uns hier? Digga, Baby. Ne? Oh, will den komm. Ah, ne, Red. Ja, ach, was heißt, du hast ja auch, ne? Ne, jetzt nicht mehr. Habe ich entfernt, stimmt. So, oh, ich muss ich gar nicht. Meine ich stehlen. Ungeheuer Kalle. Ja, Materialien, was soll ich damit, ne? Ist jetzt nicht so. Fertigkeit gemeistert, ausgezeichnet. Dann kann man ja tiefer gleich reinnehmen, ne? Und dann können wir wieder spielen, wenn wir wollen. Oh, es hat auch ein Level Up, ausgezeichnet.
So, nur ganz langsam unsere Waffen hier erstmal alle hochleveln, ne? Damit wir die Sachen schon mal haben. So. Oh. Die Waffe ist ja in jeder Hinsicht besser. Ja, sogar verbundene Sachen. Okay. Nimm das. So, Barrett, du musst mal wieder eine neue Waffe hier bekommen. Ja, und Yuffie, aber Yuffie ist gerade jetzt ins Team gekommen, also ja. Wir nehmen anstatt. So, jetzt haben wir keinen Heiler, außer Cloud. Aber mache ich gerne, ne? Dafür will ich Yuffie erstmal im Team wieder haben, ne? Weil neuer Charakter und so, ne? Also natürlich tue ich jetzt mal den Funkturm, den Funkturm. Bin extra hingekommen, den Funkturm zu aktivieren. So, am besten möchte ich noch die Quest für Johnny auch noch erledigen, aber ich glaube, das schaffen wir heute nicht mehr. Schade. Und da müssen wir wieder das Übliche machen, ne? Ab dem nächsten Part, nehme ich an, ne? Also ja, wieder essbar, Ruinen finden und Lebensquellen suchen und das ganze Zeug. Wo ist das Ding zum Aktivieren? Hier. Hier, wollte schon sagen. Ich habe verpasst oder was? So, einmal reinstecken. Bonk. In der falschen Reihenfolge, habe schon den zweiten Turm bevor den ersten aktiviert, aber okay. Die aber alle abgestellt sind, ne? Dass keiner von denen aktiviert ist. So. Das ist Amogi-Räuschen, glaube ich. Yay! So, oh wow, Chatley geht mir jetzt nicht wieder auf den Nerven so. Ey, hör mal. Du hast das Ding aktiviert, wie die anderen 20 Dinger, die geschnackt wird. Gut so, Chatley. So, jetzt muss ich da hoch irgendwie. Diese ganzen Seilbahnen, ja, diese ganzen Seilbahnen erstmal aktivieren, glaube ich, oder abchecken nach Materialien. Ein Chocobo, Küken. Was ist das denn? Ich sehe da gar nichts. Also dunkel. So, hier geht's hoch. Hügel der Untergehen, noch ein Schatzversteck. Hier gibt's eine Menge Schatzverstecke. Okay, ich will aber erstmal hier Dingen finden. Ja, aber wieder gezielt hier die Materialien in jeden einzelnen von denen verloren hat. Ne? Boah, stimmt mit dem Typen nicht. So, wird mir noch auf Karte angezeigt. Dann würde ich das ein andermal machen, obwohl. Aber ich hatte, ja, sehe ich jetzt irgendwas. Sah doch verdächtig aus. Da kommen unsere letzte Dinge. Ja, ich will aber nicht so viel Zeit hier wieder verschwenden. Ich will jetzt ja erstmal weiter. Da ist sie. Ich will jetzt mit der Quest noch hier fertig werden, Leute. Ja, warum sind hier so viele Hubschrauber rumfliegen? So. Ich tun Korallgebirge. Ja, hier ist schon das Gebirge dann. Da ist cool gemacht. Das heißt, ich wusste jetzt irgendwo einer. Ich habe gerade was gehört. Also sieht so aus, als wäre dieses Gebiet nicht so groß erstmal, ne? Und wir gehen dann hier durchs Coral-Gebirge beim, ja, relativ früh schon, ne? Also der Weg bis zu Coral ist jetzt nicht mal noch ein eigenes Gebiet, sondern das ist nur die Hälfte des Gebiets oder noch weniger, ne? Also wie das ausschaut. Was sind hier für Viecher? So. Ihr seht neu aus. Ja, tropischer Blugo.
Sehr Hippocamp. Nicht übertreiben. Durch dich. So, Übermacht. Ach, sie hat irgendwie ausgerichtet, ja. Aber nein. Nein, nicht diese Viecher, ich erinnere mich. Sie ist eingeschlafen. Okay, okay. Oh Mann. Okay. So, ich dachte, mit der Seilrutsche wird heute nichts mehr, weil das... Ich habe jetzt mal die Hälfte und boah. Da ist noch eine, sehe ich gerade. Ja, die Schokoball-Stelle habe ich gesehen. Aber bis ich jetzt mal hier wieder überall hinkomme. Wie kann man nur gezielt all die Dinger an jeder einzelnen Seilrutsche hier verlegen? Was stimmt mit dem Typen nicht? So, 4. So, die Orte gehen wir ja irgendwann mal gezielt ab, ne? So, ich habe irgendwie Angst, immer aus Versehen da runter zu gehen. Das hat Mogräuschen. Fabrik. So. Es wäre echt gut, wenn du mir halt Spiel sagen würde, wo diese Dinger sind, bevor ich sie finde. Na gut, dann aktivieren wir mal das Ding. So, ich will aber wenigstens die Quest hier mit dem Date hier abschließen. Oh, guck mal hier. Ne, wenn man schon hier nicht die Quest mit Johnny erledigen können, ne? Mich wissen sie Quest mit. Und da ist jetzt der Chocobo Küken. Wo bleibt du? Da bin ich voll angefallen, ja. Wo ist er? Wo ist er? Wo? Hallo. Bleib stehen. Da bist du. Da, mein Gott. Boah. Und da ist, glaube ich, Zettat hier für die S-Bar. Warte nicht. Kümmern wir uns noch. So, was hast du am Rücken? Ich glaube, wir haben alle so was am Rücken, ne? Waren die nicht auch gräulich? Beim letzten Mal? Im letzten Gebiet? Oder will ich mir halt nur ein? So, die Quest mit Johnny schaffen wir heute nicht mehr. Das heißt, wir gehen jetzt hier zurück. Kann ich mich irgendwo, da wird ja wohl nicht mehr so lange jetzt hier noch dauern, ne? Müssen wir schon jetzt hier hin, ne? Und sagen, wie er abgelaufen ist, ne? Dann müssen wir wieder zum Strand, nehme ich an, ne? So. Da seid ihr ja wieder. Habt ihr mir ein paar tolle Muscheln mitgebracht? Hattet ihr Spaß bei eurem Ausritt? Oh. Die große Muschel, riesige Muschel. Okay. Das ist ja Wahnsinn, oder? Die gehört auf jeden Fall in ein Museum. Um ein Lächeln ins Gesicht seiner Liebsten zu zaubern, braucht es Muscheln oder eine schöne Erinnerung. Oder beides. Dank euch hatte ich gerade eine Eingebung für einen atemberaubenden Schnitt. Muss sofort zurück in den Laden. Kommt doch später bitte zum Veranstaltungsplatz am Strand von Costa. Dort findet unsere Modenschau statt. Bis dann. Hat ja irgendwie so ein Callback wie damals hier mit dem, wo wir ein Kleid machen mussten für Aris. Je nachdem, wie gut ich mich jetzt hier anstelle. Also tun wir jetzt hier gerade irgendwie, je nachdem, wie gut wir uns jetzt hier angestellt haben. Also bei einem Millionen Spielen habe ich jetzt irgendwie die besten Sachen geschafft. Also
Die beste Muschel habe ich auch gegeben. Heißt, ich kriege jetzt eine super geile Belohnung oder so, weil ich jetzt hier das Maximum von allen hier rausgeholt habe. So, oh, mal hier. Hey. Mit diesem Teil schießt man sein Herzblatt ganz sicher ab. Das Rennen um die Liebe kann nur eine gewinnen. Und zwar die Trägerin dieses Teils hier. Wer das perfekte Date will, muss beim perfekten Outfit anfangen. Okay. Ich kann mal. Warum sind alle Leute aus dem ersten Teil hier? Sixpack und Knackers gefällig? Kriegt ihr. Kommt noch heute zum Mann. Oh Mann. Wo kühle Recken schwitzen, damit die Muskeln blitzen. Okay, cool. Ihr seid ja wirklich gekommen. Euch unsere neue Bademodenkollektion gefallen? Ganz und gar fantastisch. Allerdings weiß ich immer noch nicht, was wir dazu beigetragen haben. Die besten Inspirationen kommen uns immer, wenn wir Turteltäubchen in Costa beobachten. Genau. Costa del Sol ist das Paradies unter der Sonne. Hier verbringt einfach jeder eine schöne Zeit. Und die Erinnerungen dieser Leute fangen wir für unsere Mode ein. Wir wünschen uns nämlich, dass alle auch weiterhin am tiefblauen Meer, unter dem endlosen Himmel und am glitzernden Strand nach Herzenslust Spaß haben. Einführung zur Schwertkunst. Gute Cloud ist. Ah, wir kennen uns doch vom Wallmarkt. Ich habe jetzt gedacht, die Kostüme können wir jetzt für die Mädels hier freischalten. Nur tiefer hier mit dem. Mit dem Piraten-Outfit. Das bläuliche Outfit für Yuffie. Ne? Komm doch nachher mal vorbei, Cloud. Wir könnten da bei einer gewissen Sache nämlich gut die Hilfe des Alleskönners gebrauchen. Ich glaube, ich bin noch eine Weile hier in Costa del Sol beschäftigt. Die Minispiele Piratenparty und Wilde Hatz wurden aktualisiert. Versucht einen Highscore zu gelangen, staube die 4 neuen Preise ab. Habe ich alles schon. Verwundert zu Eris hat sich vertieft. Aber oh, sie hat schon ein blaues Horror. Okay. Hier sind noch mehr Sachen jetzt aufgetaucht. Nein. Ich meine, ja. Ich glaube, wir sind noch etwas beschäftigt hier in Costa del Sol. So, ich gehe noch mal meine Waffen hier alle abchecken. Ne? Damit sie da neue Sachen bekommen. Keine Ahnung, als ich übrigens das Spiel hier mit Cloud hier erledigt habe, mit der Piratenmucht, da Foto müssen wir auch noch abgeben, ne? Da weiß ich nicht. Da hat Eris, als ich den Highscore knackt, hat auch so reagiert, so oh, mitten ins Herz. Und Cloud hat natürlich wie was Shirts gesagt, wie ja, normalerweise schieße ich lieber auf Köpfe. Ja. Oder mir wurde beigebracht, eigentlich auf Köpfe zu schießen. Naja, so eine typische Konversation mit Cloud, ne? Och. Mein Gott, hier kommen ja von viele Leute. Ich finde, dieses Hotel hat etwas ganz eigen. Wir sind da Gäste. Jupp. Einmal berichten. Das sieht doch wirklich nach dem schönsten Fotomotiv in dieser Gegend aus. Ich danke. Ja, ne? Großartig. Von nun an trägst du offiziell den Titel Fotoreisender. Unter den Fotograf-Freunden hat sich nämlich herumgesprochen, dass du immer wieder neue außergewöhnliche Motive findest. Ich hab's halt drauf, ne? Ich freue mich schon auf viele weitere Aufnahmen von deiner Reise. Du bist jetzt ein Fotoreisender. Diesen Johnny sieht man fast an. Diesen Johnny sieht man an jeder Ecke. Ja, guck mal, Popularität, ne? An dem Ding langsam. So, ich will jetzt noch mal hier meine Waffen abchecken, ne? Weil ich habe für eine Charaktere gelevelt. Cloud hat hier Waffenpunkte bekommen. Dann gucken wir mal, ob wir unsere Waffen noch so ein bisschen leveln können, ne? Für den Fall der Fälle. Ich möchte das immer so früh wie möglich machen. Aloha, eine Runde
So, oh ja, Cloud hat eine Menge Sachen bekommen. Was nehmen wir denn? MP Maximum um 3, das ist jetzt nicht. Erlittener Schaden um 3. Physischer Schaden, Abwehr. Die Auflage beim Angreifen oder Blocken, das wäre nicht schlecht. Dann haben wir hier noch den Konterschaden in der Offensivhaltung. Dann schauen wir Gegnern im Schockzustand um 3. Das wäre vielleicht nicht schlecht. Aber hier. Ich glaube, ich nehme eher das hier, ne? Konterschaden in der Offensivhaltung. Wenn ich mal dazu komme, das zu machen, ne? So, und für diesen einen Macho-Kollegen müssen wir wahrscheinlich auch noch eine Quest irgendwann machen, ne? Mein Gott, das ist. Wie sieht Yuffies Dingen eigentlich aus? Ja, bis bald mal wieder. Gut, dann würde ich sagen, hier mache ich für heute Feierabend. Ja, wir sind dann immer noch in Costa del Sol beschäftigt, eine Weile lang, habe ich so ein Gefühl, bevor wir irgendwie so zur Erkundung gehen können, ne, habe ich so ein Gefühl. Und ja, ich muss noch hier die Dinger hier alle finden anscheinend, ne. Wenn ich euch wahrscheinlich beim nächsten Mal irgendwie treffen, wenn ich hier schon eins gefunden habe, damit das einfach mal ein bisschen schneller geht, ne. Und ja, keine Ahnung. Dann sind wir ja noch so relativ beschäftigt. Gut, dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Wenn ja, hinterlasst doch bitte ein Like, ein Abo oder ein Kommentar. Das würde mich voll freuen. Und dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Ciao.